Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mache ich mal eine kleine Runde bei mir durch den Wald. Das ist ein altes Marinearsenal. Da sind noch ein paar Kleinigkeiten zu sehen. Das Größte ist, war alles gesprengt und zurückgebaut worden, sind bloß noch Löcher. Jetzt hier im Hintergrund sieht man noch die Verladerampe, die alte. Wir haben es mal so genannt, ob es jetzt wirklich sowas war, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Möchte ich mal nicht genau behaupten. Was ich aber weiß, dass hier hinter mir noch eine alte Bahnschiene lang ging. Die ging hoch zum Salzstollen. Das war auch vorher schon, bevor dieses Marinearsenal gebaut wurde, war diese Bahnlinie schon. Gibt es nicht mehr, schon ewig nicht mehr. Ein paar Spuren sind davon noch zu sehen. Auch das werde ich euch noch zeigen. Und dann so Kleinigkeiten. Alte Schießbahn ist hier noch zu sehen. Und ja, lasst euch mal überraschen. Und wenn ihr es sehen wollt, dann bleibt dran. Von da hinten kam damals die Eisenbahnlinie, lief hier vorne zwischen den Bäumen durch, hier in diesem Tal, und ging aber auch noch nach oben. Ich weiß aber nicht, ob diese kleine Rampe, die man sieht man jetzt gar nicht so auf der Kamera, ob das die, aber das wäre zu steil gewesen. Das muss hier hinten hochgegangen sein. Und die ging, wie gesagt, zum Salzberg weg. Naja. So, jetzt stehe ich, wie gesagt, auf den, wo die Eisenbahn lang gefahren ist. Das ging hier hinten so rum. Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine Warteschleife war. Ist auf jeden Fall rechts und links ist da ein Hügel. Ja, hier unten sieht man jetzt, was ich meinte. Ein bisschen langsam machen. Die Schleife geht hier hinten rum, läuft da hinten praktisch aus. Entweder war es ein Umspannplatz oder irgendwie sowas in der Richtung. So, ich habe jetzt das gefunden, hier wo der Baum so ein bisschen drüber liegt. Das ist der alte Bahndamm, der hochging zum Salzbergwerk. Und praktisch hier lief das dann rein. Also es wurde doch dann zu Wehrmachtzeiten zurückgebaut. Die muss hier langsam, praktisch hier sieht man jetzt, nee, sieht man nicht. Hier ist das Tal ja so ein bisschen. Das muss also so langsam runtergelaufen sein früher und wurde dann für den Bau des Marinearsenals hier umkonstruiert. Das Ganze. Wie gesagt, da sind ja nachher dann auch keine Züge mehr hingefahren. Das wurde dann nachher mit LKWs abtransportiert. Und ja, es ist doch gewaltig, das Loch, was wir hier gebaggert haben. Oje. Und nass ist es auch alles. Hier sieht man auch jetzt noch Bauschutt. Das sieht doch aus, als wenn sie es damals so abgekippt hatten. Rechts und links ein bisschen. Oder hier war irgendwas, was sie auch gesprengt haben. Das weiß ich halt auch nicht. Möglich wäre das auch, dass hier irgendwelche Bauten da waren, wo sie entladen und beladen konnten. Oh, ein Witwenmacher. Risiko, Risiko. Ja, hier sieht man den ersten gesprengten Bunker. Das ist der Eingang gewesen von dieser Seite. Und hier sieht man dann noch den Zugang ein bisschen. Wäre eine coole Notunterkunft. Trocken. Und hier kann man mal sehen, wie groß der Bunker tatsächlich mal war. Das war schon ein recht großer. Ja. Cool. So, jetzt gehen wir da lang und gehen dann zur Schießbahn drauf zu. Oder Schießbahn entlang, machen wir es mal so. So, das ist jetzt hier die Schießbahn. Ich bin gerade von hier oben gekommen. Das ist die Zufahrt gewesen zu dem Bunker nach oben. Von da oben geht das auch zu diesem, da ganz hinten nachher ist noch so ein Bauwerk. Ich denke mal, dass es damit zusammenhängt, weil da ging bestimmt ein Weg hin. Ja. Um da die Munition zu lagern, etc. Denke ich mal. Ja. Leider ist es auch schon gesprengt worden. Da sind noch Teile da. In Lukaslust waren damals 2 oder 3, die aber durch den Autobahnbau leider auch abgerissen wurden. Die waren aber noch intakt.
Jahr, weiß ich, waren. Dann war auf den anderen Marinearsenal, da war auch eine Schießbahn. Da ist auch nicht mehr allzu viel. Da habe ich schon mal ein Video von gemacht. Das werde ich jetzt oben verlinken. Dann müsst ihr euch das auch mal angucken. Da ist, wie gesagt, auch nicht mehr viel zu sehen. Ja. Schön. Oh hier. Die Stelle kommt mir bekannt vor. Hier haben wir nämlich schon mal Biwak gemacht. Soft Air Biwak. Jetzt kommt das Bauwerk in Sicht. Oh, da waren schon wieder ein paar dabei und haben dran rumgeschmiert. Schön. Ja, wie gesagt, ist nicht mehr viel davon zu sehen. Das Ganze war damals von oben überdacht. Dann war auf der rechten Seite und linke Seite. Sieht man noch, ich denke mal, dass das hier aber Teile vom oberen Dach sind. Hier an der Seite muss eigentlich eine Treppe gewesen sein. Und hier hinten ist auch eine gewesen. Ich glaube, Teile sieht man noch davon. Da muss man sich das so vorstellen. Man sieht hier so die Wand, die Rückwand noch. Das war überdacht und dann war hier vorne wahrscheinlich eine schusssichere Scheibe. Auf jeden Fall konnte man da drinnen stehen und dann war hier vorne noch die Wand lang, sodass hier vorne das Loch praktisch zum Reinschießen war. Und dann haben die da drauf geballert. Hier sieht man noch, wo die andere Mauer dran stand. Die ging so runter hier. Wie gesagt, hier war dann so ein Raum, da konnten sie sich drin aufhalten. Und hier war die, ja, man sieht es ein bisschen. Da oben sieht man die Treppe noch ein bisschen. Die ging dann praktisch in den Raum rein. Ging nicht zum Schussbereich, da kam man nicht hin, das war zu. Ging nur die Treppe runter in den Raum rein. Und da war dann, wie gesagt, so ein Fenster. Ich weiß nicht, sieht man das da noch? Da ist so eine Halterung drin gewesen. Bei den Du bist Lustern hat man das schön gesehen, die waren, wie gesagt, noch ganz. Da war das komplett zu sehen. Tja, so viel wurde ja auch nicht geschossen. Man sieht vereinzelte Löcher, da waren ein paar mehr Salven. Aber im Groben und Ganzen war das nicht viel. Da unten ist auch noch ein bisschen was zu sehen. Gut, es ging auch noch weiter runter hier. Das Ding war ordentlich hoch. Und es sind noch Patronen. Kugeln drin, ich gucke gerade mal, wo sie sind. Aber weg, schon rausgerostet. Ah, leider doch nicht mehr zu sehen. Ja, schade eigentlich. Wie gesagt, von da unten ebenerdig einlaufend. So. Tief war das eigentlich mal. Deswegen könnte auch sein, dass vielleicht unten doch mehr noch an Schusslöchern sind, die leider ja verschüttet sind durch die Decke, die von oben runterkam, durch die Sprengung. Ja. Ja, jetzt sind wir oben drauf. Ja. Oh, da liegt sogar noch die Spraydose. So sieht es von oben aus. Schade, dass es auch alles gesprengt wurde. Übrigens der Bunker, wo ich vorhin war, der ist gerade da hinten. Und wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass hier so ein Weg hin war, Munition zu holen für die Ausgabe oder irgendwie sowas. Weil der Bunker ist ziemlich abseits. Der und dann ist noch einer da hinten. Das sind so die ersten und die anderen sind noch alle viel weiter da hinten drin, ne? So dass ich davon ausgehe, dass sie mit dem Marinekram in sich nicht zu tun hatten. Halt nur für Munition für die Armeeleute. So, jetzt gehen wir das Ganze erstmal wieder zurück, weil da hinten waren die großen Gebäude, da war auch Krankenhaus und Küche und also was, alles abgerissen, alles weg, nichts davon zu sehen.
außer die Löcher. So, jetzt bin ich wieder in dem Bereich. Hier standen früher überall Gebäude. Was für ein Gebäude, das kann ich natürlich auch nicht mehr sagen. Da gibt es bestimmt noch Leute, die das kennen oder wissen. Ich kann dazu keine Angaben machen. Auf jeden Fall, da hinten ist damals die Bahn lang gefahren, da sind wir vorhin schon lang. Und hier sind noch ein paar Teile von den Kellern von den Gebäuden. Das rutschig. Das obere wurde, wie gesagt, schon abgerissen. Da ist noch so ein alter Versorgungsschacht. Der läuft in die Richtung weiter. Da will ich mal jetzt leider nicht reinkrabbeln, einfach aus dem Grund, da sind Fledermäuse drin. Da sieht man die Betondecke. Und sieht man das? Es fängt ganz leicht an zu schneien. Cool. Wir haben hier bei uns noch nicht so viel gehabt. Bisschen schade. Wenn man das sieht in anderen Regionen, was die schon abgekriegt haben. Ja, hier sind dann auch noch, wie gesagt, Gebäude fragmentiert. Hier ist auch alles voll mit Geröll. Und da sieht man auch noch wieder den Keller. Hier auch gefliest. Ich weiß gar nicht, sieht man das auf der Kamera? Nee, schade. Den Erdboden nicht ganz gleich gemacht. Ist auch gesprengt worden, so wie das aussieht. Ne, hier hinten war der Kellereingang. Irgendwo war noch auch eine Treppe. Na gut, schon zu lange her. Das Ganze. Ach, war das hier? Ach, hier, ich habe es gefunden. Das war die Treppe. Hier ging es dann praktisch runter in den Keller. Ja, da ist schon lange keiner mehr lang gegangen. Tja, hier sieht man jetzt die Löcher. Das ist einmal rechts und links, das war damals der Hauptweg hier hoch. Wie gesagt, hier waren, an dem Loch kann man jetzt mal sehen, wie groß dieses Gebäude auch mal war. Ist alles ab und zurückgebaut worden, die ganzen Steine, das wurde alles recycelt. Das ist irgendwo im Straßenbau gegangen. Und das haben wir hier rechts und links. Das Ganze. Die Schießbahn befindet sich jetzt zur rechten Seite. Und ja, so geht das dann so weiter hier. Sehr schön. Und nach meinen Informationen soll jetzt hier geradeaus das Krankenhaus gestanden haben. Ich habe da schon mal Fotos von gesehen. Das ist aber schon verdammt lange her. Deswegen kann ich mich da auch gar nicht mehr so genau daran erinnern, wie das genau war. Also auf jeden Fall muss hier vorne ein Loch gewesen sein oder dahinter, ich glaube das hier vorne, man sieht jetzt hier im Hintergrund die Mauerreste. Grundmauerreste, genau. Dort sind die, das ist nach hinten geklappt, also war wahrscheinlich hier mal, wo ich jetzt gerade stehe, das Loch. Und nach meinen Informationen soll das Krankenhaus gewesen sein. Ein bisschen klein. Naja. Und da, in den Schacht, da sind wir als Kinder auch mal reingekrabbelt. Das ist ein Versorgungsschacht, da sieht man ein ganz kleines Stück bis da hinten irgendwo. Und dann hört er auch schon wieder auf. Und wie gesagt, da sind wir als Kinder mal rein. Das aus hier drinnen. Wie gesagt, da sieht man die Metallhaken, da waren früher Rohre drauf. Da hinten nachher ist der Ausgang. Also nichts Weltbewegendes. Wäre auch eine schöne Notunterkunft. Ja. Dann hat Spaß gemacht hier als Kinder. Ja, hier vorne ist ja auch nochmal. Auch noch ein kurzes Stück. Da hinten ist der andere, wo wir gerade drinnen waren, gucken. Das lief dann hier so lang. Und da ist dann wieder noch mal ein ganz kleines Stück nur gewesen. War auch nicht so groß. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie groß das genau war. Okay. Eisendrähte raus.
Lampe. Und da können wir was sehen. Da hinten geht das ins Dorf. Oh. Geht auch ein ganzes Ende. Auch eine schöne Notunterkunft. Sieht man das auf der Kamera? Ja. Wunderbar. Und hier, und das habe ich schon mal im Foto gesehen, das war nämlich mal ein Brunnen. Da war hier, jetzt muss ich mal kurz gucken, ich glaube hier zu rechten oder war das da drüben die Bank? Da saßen dann welche drauf auf dem Foto. Ein Brunnen. Ja, schön. Und vielleicht fällt ja den ein oder anderen was auf. Wegen der Videoqualität. Ich habe mir endlich mal was Besseres gegönnt. Ja, ist heute auch das erste Mal mit dieser Kamera. Bin mal gespannt, wie ich das so hinkriege mit der Verarbeitung nachdem. Weil mein Lappy nicht der beste mehr ist. Jetzt muss ich mal gucken, wir können hier nachher... Ich gehe nachher links rum. Nachher, aber erstmal müssen wir hier und dann hier uns durchschlagen. In die Richtung. Da ist nachher das andere, wo ich hin will. Mal gucken, da ist das. Ja, wir müssen da lang. So, bis gleich. Ja, Leute. Sieht man das da vielleicht schon? Ich hab's gefunden. Ach, verdammt lange hier. Weiß gar nicht, ob man da noch reinkommt. Oh, das war noch doch Zeiten früher. Das ist so ein offener Versorgungsschacht. Der Rest ist alles gesprengt. Und der lief zum Bunker rein. So. Mal gucken. Da sieht man das. Ja, da sieht man das. Und Leute, die Überraschung, da geht's jetzt rein. Tor zur Hölle. Ja, drinnen sind wir. Ah, ja. Hier ist noch ein bisschen mehr erhalten. Oh, eine Fledermaus. Und da haben wir uns beiden. Da oben hängt eine Fledermaus, die macht den Winterschlaf. Das ist bestimmt die Frieda. Ja, Frieda schläft. Frieda? Darf man nicht wecken. Wie gesagt, hier sind immer gerne die Fledermäuse drin. Ja. So, und hier geht es jetzt zum Bunker rein. Hier sieht man, durch die Detonation, wo der Bunker gesprengt wurde, wie viel Kraft da drauf war. Wahnsinn. Ja. Was da letztendlich durchgegangen ist, durch die Rohre, keine Ahnung. Da geht das andere Rohr noch weiter, das dicke. Naja. Ja, hier ist jetzt nochmal der zweite Schacht. Allerdings ist das hier gut zu, das war früher mehr auf. Da konnte man auch noch rein. Ja. Toll, dass es das noch alles gibt. Und hier ist der nächste Seitenschacht. Aber das war hier war nicht die Dolle. Das ist doch etwas größer, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist so lange her, Leute. Ja, zugeschüttet, sag ich doch. Ist auch ein Fehler gemacht, nicht hingekniet. Hose nass. Ja, der ist ein bisschen anders, der Typ. Wegen dem runden oben. Hier waren wahrscheinlich Stromanschlüsse dran. Oder dort. Da war hier eine Tür, eine zweite Tür. Links rein. Eieiei.
Der traut sich hier zu schlafen. Und ist gar nicht mal so dick, der Beton. Aber die hatten schon Granulat hier. Nicht schlecht. Und jetzt hier, rechts Schwenk. Das ist jetzt so groß, das kriegen wir gar nicht drauf. Ich gehe mal davon aus, dass hier auch irgendwie eine Verladung oder irgendwie sowas stattfand. Weil das ist im Berg ja, ausgehoben. Da hinten ist so ein größeres Plateau. Kann man es jetzt ein bisschen sehen. Also da hinten überall ist der Hang. Das geht hier noch um die Ecke rum. So ein bisschen. Ja, also was das mal war. Ich gehe mal davon aus, oder ein Fahrzeugstellplatz oder für die Loks oder irgendwie sowas in der Richtung vielleicht, dass das sowas gewesen ist. Der letzte stehende Bunker. Man sieht, daneben an war auch noch einer. Ich gehe davon aus, dass es identischer Bau, bloß im Spiegel verkehrt. Das wird fein. Gucken wir mal. Ja, klein, aber fein. Ah, da oben drinnen werden bestimmt auch wieder Fledermäuse noch drinne sein, so wie auch hier hinten drinne. Da oben ist leider heute keine. Oder da unten drinne. Ja. Klein, aber fein. Der letzte stehende Bunker. Ja, hier sieht man etwas. Das hat nichts mit dem Marinearsenal zu tun, denn das hat was mit dem Bergwerk zu tun. Hier war früher ein Turm drauf oder irgendwas in der Richtung. Und man hat dann praktisch über Seile dann die Loren aus dem Schacht gezogen. Sieht man hier noch so ein bisschen die Rampe. Das war dann, ging noch weiter hinten hoch. Wie gesagt, da wo wir vorhin gerade waren mit dem Turm, da war dann eine Fördereinrichtung drauf, um von hier unten eben die Loren rauszuziehen. Gehen wir an der Seite lang. Da habe ich auch noch mal Fotos reingesehen von diesem Schacht. Leider kommt man da nicht mehr ran. Ja. Und da hinten sieht man auch Bunker. Die wurden trotzdem damals hier raus. Ja. Genau hier vorne. Da ging das praktisch damals rein ins Erdreich. Oh, das ist offen. Dann gehen wir auch mal rein. Das Loch, was man jetzt hier sieht, das ist so eine Absackung von dem ganzen Bergbau, der hier betrieben wurde. Also es ist nicht ohne, wie man sieht, das hat eine ordentliche Tiefe. Man muss ja auch bedenken, die waren ja bis zu 50 Meter runter, bin ich jetzt der Meinung. Und der Eingang, der ist da hinten noch, um die Ecke gleich. Also gar nicht so weit weg. Und, ja, das ist schon mal gigantisch. Das kann ja jederzeit überall auftreten. Einfach so, zack, bricht der Boden unter die Füße weg. Das ist halt Bergweggebiet. Eine Überraschung habe ich noch. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch noch finde. Und dass es auch noch da ist. Mal schauen, ein kleines Stück ist noch dahin. Es ist mittlerweile schon halb vier. Das
wird spät. Na gut. Gehe ich nachher auf den Hauptwegen wieder raus. Kann nichts passieren. Obwohl, ich habe ein Feuerzeug mit. Ich habe Feuerstahl mit. Ich habe Messer mit. Ich habe was zu trinken mit. Also die Nacht würde ich schon überstehen. Und genug Schutzmöglichkeit kenne ich ja hier. Bleib mal weiter dran. Ja, ich habe es leider noch nicht gefunden. Aber hier ist noch mal wieder ein Stück vom alten Bunker. Ach je. Hier ist schon lange keine Wolken reingegangen. Wahnsinn. Hier war ganz schön der Harvester zugange. Hier haben wir noch einen gewonnen. Kleinen Bunker, der vom Aufbau so ähnlich ist wie der andere. Genau. Ein kleiner Eingang, was ich selbst so spiegelverkehrt. Genau, spiegelverkehrt. Da ist sogar noch ein Ofenrohr drin. Siehst du? Gleiche Prinzip, bloß spiegelverkehrt. Eieiei. Ja. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Oh, ist das hier gewesen? Oder ist es doch schon weg? Mal sehen. Scheiße. Was ist das denn? Ja. Jetzt auf. Ich finde das Teil nicht mehr. Da muss ich noch mal mit einem Kumpel noch mal eine Glühweintour machen. Ob wir das dann wieder finden. Vielleicht wurde es ja auch beräumt. Wie gesagt, das war eine Seemine noch, ein Rest davon. Das war so unter Betontrümmeln eingeklemmt und hat bis jetzt auch bis vor 5 Jahren, so ungefähr muss das wohl her sein, oder vielleicht auch noch länger, immer noch dort gelegen. Ah, ich finde es nicht wieder. Es ist schade drum. Tja, hier sieht man jetzt den anderen Bergbau. Da sind auch wieder diese Pfeiler. Das war mal so ein Turm. Das Ganze. Und hier haben wir auch das gleiche Fundament wie vorhin schon mal. Wo eben die Fördereinheit drauf stand. Und mit diesem Teil, in dem Verlauf, ist meist dann auch der Schachteingang. Also quasi in die Richtung. Und dann sehe ich schon da hinten die Rampe. Dann gehen wir da mal hin. Ja, hier ist jetzt ein Teil der Rampe zu sehen. Das im Hintergrund, das ist der Abbau, der da rausgeholt wurde. Das wurde dann darüber geschafft, über diese Rampe. Wahrscheinlich dann mit Krähen oder irgendwie sowas dann drüben aufgehäuft. Dieser Schacht war auch ein bisschen größer, gefühlt ein bisschen größer. Auch schön. Die Rampe, der Abraum und hier ist das Mondloch. Ist auch schon alles eingestürzt. Nach hier hinten lang ist nachher auch alles eingezäunt. Also da kommen wir auch nicht mehr lang. Da ist alles dicht. Ja. Hier vorne war quasi der Eingang. Das war dann mit Balken alles gestützt und dementsprechend ist das alles bis da hinten hoch eingestürzt schon. Und dann dementsprechend auch rechts und links weg. Überall. Das sieht aus wie ein Mondlandschaft hier. Alles eingestürzt. Ja, Leute, das war's. Ich habe leider das andere nicht mehr gefunden. Wie gesagt, mit den Minen, ich habe da nochmal weiter geguckt. Tja, da muss ich nochmal mit dem Kumpel los, ob wir das nochmal wieder finden. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Hauptweg und gehe dann nach Hause. War wieder eine schöne Tour. Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.